Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Improfil. Bei mir heute zu Gast ist Frau Dr. Cordula Fink-Schürmann. Sie ist vom Beruf Dramaturgin und Theaterpädagogin. Herzlich willkommen, Frau Fink-Schürmann. Danke. Sie waren unter anderem schon in London und in Wien tätig. Wie kommen Sie dann nach Bielefeld? Ein persönlicher Zufall. Bielefeld kannte ich zwar sehr gut und insofern ist der persönliche Zufall, hat es dann ermöglicht, in Bielefeld zu wohnen. Aber es ist wirklich eine ganz persönliche, ganz privater Anlass. Aber er ist erleichtert worden dadurch, dass ich Bielefeld kannte und Bielefeld eigentlich auch immer mochte. Und insofern, ja, jetzt bin ich in Bielefeld. Woher kannten Sie Bielefeld schon? Durch meine Tätigkeit im Bundesvorstand der Gesellschaft für Medienpädagogik, der GMK. Und da fanden die Treffen ja immer in der Körnerstraße statt in Bielefeld. Und insofern war mir also die Strecke vom Bahnhof zum Büro war mir sehr vertraut, aber auch ein paar umliegende, weil wir hatten ja auch mal in der Kunsthalle dann den Dieter Barke-Preis verliehen und so weiter. Also insofern kannte ich Bielefeld schon ein bisschen und das hat meinen eigenen privaten Entschluss also durchaus das nicht im Wege gestanden. Ich finde Bielefeld ganz angenehm. Finde, hier kann man sehr gut leben. Haben Sie in Bielefeld viele Möglichkeiten, Ihren Beruf auszuüben? Jein. Also ich bin ja immer noch mit einem Bein in Wien gewesen, als ich herkam. Und ich mache jetzt natürlich auch einiges hier vor Ort und kann das, glaube ich, auch gar nicht, mich nicht so engagieren, wenn es um Fragen von Kunst und Kultur geht, fällt es mir schwer, mich ganz zurückzuhalten. Ich bringe mich ganz gerne ein mit Dingen, von denen ich hoffe, dass sie irgendwem auch von Nutzen sind und nützlich sind. Und ja, so bin ich einfach in so ein paar Dinge hier auch in der Stadt hineingekommen. Unter anderem eben ins Künstlerinnenforum Bielefeld OWL, in dessen Vorstand ich bin. Und da gibt es natürlich jede Menge Dinge, in denen man tatsächlich auch etwas machen kann. Wie kamen Sie denn überhaupt darauf, im Bereich des Theaters zu arbeiten? Auch da wieder, wie so häufig im Leben, glaube ich, Zufälle. Eigentlich manchmal ein bisschen Zufall, manchmal vielleicht auch eine Entscheidung zur rechten Zeit. Viel Zufall. Ich habe damals eigentlich, wollte immer ein Auslandssemester machen. Das stand für mich ganz klar im Vordergrund. Und deswegen bin ich nach Wien gegangen, weil natürlich das Burgtheater lockte und es lockten die vielen kleinen und großen Theater in der Stadt, die wirklich sehr reichhaltige In- und Off-Szene. Ja, und dann habe ich einfach mich entschieden damals. Ich habe mein Studium dort fortgesetzt nach der Zwischenprüfung und bin also eigentlich da auch so ein bisschen mental in manchen Dingen einfach sehr integriert gewesen. Habe im Burgtheater dann meine allerersten Schritte gemacht. Und das wiederum hat später dazu geführt, dass ich dann wieder in anderen Bereichen im Theater einfach Möglichkeiten, Arbeitsmöglichkeiten gefunden habe. Also so die allerersten Schritte waren eher in Wien und so ganz vorsichtig eben dann im Burgtheater auch. Mhm. Können Sie mir mal so einen Arbeitstag einer Dramaturgin in Kurzfassung beschreiben? Also der Tag hat immer einmal 48 Stunden. Das ist eigentlich eine klare Voraussetzung, weil man zwischen Leben und Beruf eigentlich sehr schlecht trennen kann. Also das, was macht man? Man liest die Stapel der Dinge, die von den Verlagen geschickt werden. Also das heißt, es ist schon erforderlich, dass man sehr, sehr gerne sehr, 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 sehr viel liest. Dann kommen die vielen Gespräche mit den Regisseuren. Man fährt, je nach nachdem, wie auch die Aufgaben aufgeteilt sind. Ich habe an großen Häusern gearbeitet, am Staatstheater Stuttgart, am Nationaltheater in Mannheim. Das sind große Betriebe. Das heißt, also, man ist auch zuständig im Team für die Auswahl der Regisseure. Das heißt aber auch Konzeptionsgespräche mit Regisseuren werden geführt. Die Fragen der Besetzung. Man fährt zu den unterschiedlichsten Abschlussvorsprechen der Schauspielschulen. Man sieht nach, wo sind begabte Nachwuchskräfte. Dann sieht man sich sehr, sehr viel an, auch an anderen Theatern. Man betätigt sich auch teilweise ein bisschen als Headhunter, schaut immer, also wo sind gute Leute, wen kann man eventuell abwerben, wer ist wo für uns interessant und so weiter. Und natürlich dann im Produktionsprozess selber ist man einfach die nachgeordnete Stelle, würde ich sagen, oder vielleicht ein bisschen das Bindeglied zwischen Schauspielensemble und Regie.
teilweise aber auch der enge Vertraute, die enge Vertraute des Regisseurs. Man liefert eher die Hintergrundinformationen vielleicht. Wenn man es überhaupt so ganz klassisch trennen will, dann sind die Dramaturgen dafür zuständig, dass sie die Hintergrundinformationen auch mitliefern. Also macht man ein Stück über die Automobilindustrie, ist es sicherlich für den Schauspieler leichter, wenn er weiß, er ist mal da gewesen, er kann sich einfühlen in Dinge, er hat einen Kontext. Und das sind vielleicht Sachen, die dann eher die Dramaturgen erledigen. Sie sind ja nicht nur Dramaturgin, sondern auch Theaterpädagogin. Was können Sie mir denn über das Theaterstück Wer ist ich erzählen? Mich hat immer schon, das habe ich aber in Stuttgart auch schon sehr gerne gemacht und in Mannheim. Also ich habe die Schultheaterwochen beispielsweise geleitet. Insofern war ich auch hier sehr neugierig, wie läuft das denn hier mit dem Theater oder wie läuft Theater und Schule hier? Wie ist das organisiert? Und jetzt jenseits des Stadttheaters. Und dann stellte sich die Schule eben vor und ich fand den Gedanken außerordentlich spannend, dass sie eine Theaterklasse, eine Musikklasse, eine Kunstklasse extra haben. Und stand und kam so ein bisschen ins Gespräch mit der Lehrerin, die es vorstellt. Und neben mir stand eine Dame der Bürgerstiftung. Und irgendwie hat es der Zufall, ich kann es Ihnen wirklich nicht ganz genau sagen, irgendwie gab es einen Zufall. Wir haben Karten ausgetauscht und ich erhielt dann irgendwie nach ein paar Wochen einen Anruf, ob ich das mir vorstellen könnte und Lust hätte. Und da habe ich gesagt, ja klar, was sollen wir machen? Und dann sind wir auf Wer ist ich gemeinsam gekommen, nicht? Weil ich hatte eben über das Künstlerinnenforum auch den Kontakt zu Sigrid Lichtenberger, die dieses Gedicht geschrieben hat, Wer ist ich? Und wir haben das dann zum Ausgangspunkt genommen. Und es war eine sehr schöne, muss ich sagen, Arbeit zwischen Schule und mir als Theaterpädagogin. Und diese Szenen, die da gespielt wurden, wurden von den Kindern selbst verfasst? Ja, alle. Alle. Das war wirklich das eigentlich, was sehr schön war. Wir haben einerseits dieses Gedicht gehabt, von dem dann selbst die Autorin Sigrid Lichtenberger, die ja jetzt nun gerade 90 geworden ist, Kulturpreisträgerin der Stadt, sie sagte, ach, ist das nicht ein bisschen kompliziert und ob Kinder sich dafür jetzt interessieren. Ich habe gesagt, erstens sind es ja keine richtigen Kinder. Ich meine, sie sind 13, das sind ja eigentlich Jugendliche und das ist doch ein hochspannendes Thema. Wer ist ich? Ist ich der, für den ich mich halte oder der, für den du mich hältst? Das ist doch eigentlich das Thema, das ist altersübergreifend interessant und es fängt ja auch an, immer wichtiger zu werden in diesem Alter. Das haben wir zum Ausgangspunkt genommen und sind dann hingegangen, die Lehrerin hatte das hervorragend vorbereitet, Natascha Kunert-Möller heißt sie, und hat es fantastisch vorbereitet. Sie haben dann Fragen gestellt, die Kinder. Also in einer ersten Runde haben wir die Autorin eingeladen und die Kinder konnten sie fragen. Und die haben auf einmal eben verstanden, es gab kein Fernsehen, es gab kein Internet. Ja, was macht man in den langen lieben Tag? Also wenn es all diese Dinge nicht gibt. Und so sie wollten etwas wissen, wie war das Verhältnis Mann-Frau? Wie war das denn damals? Durfte man sich küssen? Auf einmal waren dann ganz viele Fragen da und Sigrid Lichtenberger hat die sehr, sehr intensiv und geduldig auch alle und auch mit eigenem Interesse beantwortet und haben ein bisschen geschaut, dass dieses Projekt mit Wer ist ich angefangen hat. Ich bin dann hingegangen und habe nach dieser von Natascha Kunert-Möller hervorragend vorbereiteten ersten Sitzung, habe ich dann die Kinder gebeten, in einem nächsten Schritt sich einfach drei Bereiche zu nehmen, eben zu Hause, Schule und das Verhältnis zu den eigenen Großeltern, nachdem sie ja in Sigrid Lichtenberger eine Vertreterin hatten. Und die Kinder sind dann nach Hause gegangen, das muss man vielleicht vorschicken nochmal, sind ja in der Klasse immerhin 18 Nationen vertreten und das ist ja auch reichhaltig. Also da sind ja Schätze, das sind ja unglaubliche Erfahrungen und das ist ja auch ein tolles Fund, mit dem man wuchern kann. Also großartig geradezu, weil diese Kinder konnten jetzt also in ihre Familien gehen, so vorhanden. Alle Großeltern waren natürlich auch, manche waren tot, andere waren auch nicht zu bekommen, aber viele waren da und waren auf einmal interessiert am Gespräch. Während den Proben vom Theater haben Sie schon gemerkt, dass Sie sich irgendwie entwickeln dadurch, durch das Theaterspielen oder dass Sie Stärken entdecken oder? Was ganz, ganz klar ist, erstmal die Kinder sind ja wirklich hingegangen, sie haben erstmal in ihrer eigenen Familiengeschichte
geforscht. Dann haben Sie aber zu den Sie berührenden Lebensthemen eigene Szenen geschrieben. Also die Aufgabe war auch nicht, ihr müsst das und das machen, sondern nehmt euch einen Bereich, gerne auch alle drei. Sucht euch eine Gruppe, mit der ihr gerne zusammenarbeiten wollt. Das können bis zu 5, können auch mehr sein, aber das macht eigentlich nur Sinn in einer bestimmten Größenformation. Ihr könnt aber auch zu zweit schreiben. Und Sie sind dann hingegangen, haben eben Ihre Szenen selbst geschrieben. Sie sind hingegangen und haben für sich auch damit ja ganz viel Reflexion. Da ist ja ganz viel mit verbunden, wenn ich erstmal anfange zu denken und zu schreiben. Das ist ja nicht einfach, ich schreibe irgendwas runter, sondern ich muss mich verständigen mit meinem Partner. Was findest du? Wie siehst du die Szene? Sollen wir das so machen? Also es sind viele Prozesse des Lernens, die laufen im Prinzip parallel, ohne dass man sofort ein Ergebnis vielleicht hat. Und man muss auch sagen, ich glaube, dass die Klasse einfach dadurch, dass sie ja auch eine gewisse Erfahrung hatte mit dem Spielen schon, da natürlich auch ein gutes Feld auch da war, grundsätzlich. Und uns allen hat der Prozess so viel Spaß gemacht. Und ich hatte die Kinder gebeten, ob sie mir auch ein bisschen sagen, was sie negativ fanden. Das kann einem ja nicht alles gefallen. Und in so einem Probenprozess sind ja auch sicher Sachen, die man gar nicht gut findet. Und ich war ehrlich gesagt ziemlich überwältigt dann von diesen ganz und gar positiven, zustimmenden Briefen, dass ich gedacht habe, meine Güte, das hätte ich niemals erwartet, dass es so zufrieden waren die einfach und so glücklich und haben vor allen Dingen so viel verstanden. Sie waren dankbar, das kommt aus so ein paar Briefen auch, kommt da ganz gut heraus, dass sie selbst das, ich glaube, auch einfach so Vertrauen in sie gesetzt wurde, dass sie es können. Oder dass sie mal ihre Geschichte erzählen können, dass sie mal jenseits einer direkten Benotung auf einmal Talente entwickeln konnten. Und das war ganz und gar sichtbar. Ich glaube, der eigentlich theaterpädagogische Prozess, den sollte man viel mehr an den Schulen fördern. Das ist nämlich frei sprechen zu lernen. Das waren die Texte der Kinder, wie gesagt. Einfach Mut zu haben, Vertrauen zu entwickeln, Kooperationsfähigkeit mit meinem Partner auf der Bühne. Einfach, wenn der nicht mehr weiter kann, nicht zu sagen, ja, so ein Mist, jetzt gehe ich aber. Wenn du das nie lernst, also dann gehe ich jetzt, ist auch eine Reaktion, ist aber die falsche. Sondern zu gucken, das ist ein Theater ist auch eine Sache von Partnern. Also man lernt, glaube ich, 100.000 Dinge, wenn man Theater spielt. Und eigentlich gehört Theater, finde ich, fast in jede Schule, in jede Klasse. Und insofern sollte es auch mehr gefördert werden. Und wir werden weitermachen an der Schule. Das ist schön, das freut mich. Dann vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und Spaß an Ihrer Arbeit. Danke. Und ich verabschiede mich aus dem Studio, auch von unserem Gast, Frau Dr. Fink-Schürmann. Und bis bald.